Also immer wenn ich sie im Nietz, hatten wir beide schon im April 2015 am Wickel. Gunnar weiß sowas. Was ich witzig finde, ist, dass auch hier hat sich der Text grundlegend total, ja, verändert. Wir hatten eigentlich am Anfang sowas wie, ich hätte gern ein Haus am See. Peter Fox und Beyoncé. Vorgestellt und ich fand es super. Ich fand es witzig, voll Mia-mäßig halt. Mick? Ich finde die Strophen vom Text her nicht wirklich schwierig. Die Musik ist gut, aber der Text ist ein bisschen albern. Das finde ich unglaubwürdig. Das fand ich sehr nervig. Das hat uns nicht gefallen. Wenn man sich diesem Thema so widmen möchte, und mir würde das nach wie vor noch Spaß machen, ich will da noch nicht loslassen von der Idee. Aber er hatte recht. Ja. Und es hat uns dazu gebracht, auf einer anderen Ebene zu texten. Empfinden, wenn die Mietz davon singt, dass sie gerne so eloquent oder so selbstbewusst die Kanye West wäre. Jetzt? Mit so einer Jetzt passt. Also ich habe ja sozusagen den ersten Vers erstmal so umgeschrieben, dass, also man kommt ja auch super weiter, ich habe geschrieben, ich hätte gerne ein Haus am See, ein Bungalow wäre auch okay. Weißt du, und dann kann man ja auch so weitermachen mit Palmenpark und Pergola, ich bin raus und bleib für immer da. Ich bin mich alle mal raus und bleib für immer da. Nee. Und dann hat sich tatsächlich auch nochmal im Studio mit diesem Stück viel ergeben, weil die Skizze, also die musikalische Skizze war sehr klar und sehr griffig, aber nicht so besonders spezifisch. Und das haben wir dann irgendwie zusammengekriegt. Gunnar, okay. Der Bass soll nur nicht bum 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 bum, sondern das ist die gleiche Situation. Du glaubst, dass wir dieses Problem über den Bass lösen und ich glaube das nicht. Oder es gibt vielleicht gar kein Problem und es ist einfach eine Frage der Attitude. Weißt du, also glaube ich. Ich nehme mal auf, Robert. Ah, okay, ja. Scheiße. Man fragt ja, warum habt ihr dieses Stück geschrieben, dann kann man sagen, endlich gibt es mal ein Stück, was man nach von Killers Mr. Brightside spielen kann. Weil Mr. Brightside ist ja so ein Stück, was in Indie-Discos läuft, und wenn man dieses Lied spielt, musst du danach den Style wechseln, weil fetter geht's nicht. Aber jetzt kann man ja immerhin noch, immer wenn es ein Bilder noch. Bescheiden wie immer. Ja, das ist doch Premium-Rock.